Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport 6 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Wir befinden uns aktuell ja, in der letzten Staffel, in der letzten Serie und zwar fahren wir die modernen Grand Prix-Fahrzeuge bzw. Formel-1-Fahrzeuge und ja, eigentlich hätten wir können schon durch sein, aber es ist ein bisschen Frust mit dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, beziehungsweise ein bisschen Enttäuschung. Die letzten beiden Folgen liefen nicht so gut. Hockenheim, das Heimrennen von mir, musste mal ganze dreimal starten. Und jetzt auch Indianapolis, wo wir aktuell sind, bin ich schon zweimal gefahren, zweimal kläglich gescheitert. Einmal, ja, oder was heißt einmal, beide Male einfach nicht gut gefahren. Jetzt versuche ich es zum dritten Mal. Und diesmal habe ich mir ja so eine richtige Kampflackierung hier rausgesucht. Und zwar, das ist eine Red Bull-Lackierung, aber in der absoluten Carbon-Optik. Und ich finde, wenn das nicht für Angriff steht, dann weiß ich auch nicht. Jetzt will ich es auf jeden Fall nochmal wissen. Und ja, ich hoffe, es geht. Ich habe viele dumme Fehler gehabt. Ich werde jetzt hier einfach auch gleich mal laden. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es diesmal klappt. 7 Runden hier auf Indianapolis. Eine Strecke, die mir nicht so liegt. Aber ich versuche jetzt einfach mal mit guter Konzentration da durchzukommen, damit wir auch wirklich mal diese Serie abschließen können. Dass wir diesen ersten Karrieredurchlauf einfach mal auch abschließen können. Und ich denke, ich bin es euch auch ein bisschen schuldig, jetzt mal wieder ein bisschen bessere Leistung abzuliefern. Ihr guckt ja, ihr wollt ja eigentlich da nicht zugucken, wie ich die ganze Zeit fehle. Wobei, ich denke, ein paar Leute freut es auch manchmal, wenn ich fehle. Kann ich auch verstehen, aber irgendwann muss ich auch mal vorangehen. Ja? Ich kann ja nicht hier die ganze Zeit stehen bleiben. Und wie gesagt, mit der Lackierung hier, glaube ich, können wir auf jeden Fall angreifen. Und das machen wir jetzt auch. Voller Angriff. Und das Ziel ist klar, Platz 1. Und jetzt ist auf jeden Fall wichtig, hier konzentriert bleiben. Und dann können wir hier auch was erreichen. Möchte ich jetzt auch hier gleich durch die ersten Kurven kommen, die sind sehr eng. Wir sind jetzt hier weiter außen und da sehen wir schon, wie die hier zum Teil rein gejagt kommen. So, jetzt hier in diese enge Rechtskurve, die dann gleich eine enge Linkskurve sich ändert. Zum Aufpassen. Da gibt es auch schon die Kollision, da dreht sich der Pilot hinter uns weg in der Haas-Lackierung. Das war nochmal ganz, ganz viel Glück, wenn wir da reingecrashed sind. Wären, dann hätten wir auch einen Schaden gehabt und dann wäre auch das ganze Rennen wieder gelaufen, weil einen Schaden dürfen wir uns nicht holen. Damit wären wir direkt raus aus dem Rennen. Deswegen jetzt lieber auf Nummer sicher fahren. Wir wissen, wir können hier sehr, sehr schnell unterwegs sein, aber das Wichtige ist natürlich Konstanz, wie immer. Lieber fährt man konstant, wie einmal eine super schnelle Runde, das bringt dich nicht voran. Lieber fährst du konstant das ganze Zeug hier. So, dann gucken wir einfach mal. Aktuell Platz 8. Der Angriff, beziehungsweise der Plan ist klar. Angriff auf die Spitze. Und dann gucken wir doch mal, was wir denn da hinkriegen. So, 5. Platz. Momentan läuft es ganz gut. Muss man aufpassen, die erste Kurve ist sehr, sehr schnell. Fahren die drei Vatare ein bisschen schneller als rein wie ich, aber ich fahre da lieber jetzt auf Nummer sicher, bevor ich hier abfliege. Oh, und hier ein bisschen verbremst. Aber alles okay. Bleiben erstmal auf Platz 5. So, hier aufs Gas. Ganz, ganz kurzer Steilkurvenabschnitt haben wir hier. Boah. Hier muss ich aufpassen, der äußere Curb, der hat mir schon 2 Rennen so richtig versaut. Deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. So, der fährt hier eine etwas andere Linie. Da ziehe ich einfach vorbei. Platz 4 aktuell. Rund 200 Meter hinter Platz 1. Direkt vor uns Platz 3. So, ich denke mal, wenn wir freie Fahrt haben, unkonzentriert bleiben, sollen wir hier dann auch wieder zurück zur alter Form kommen. Denn die Karriere hier mit dem Formel-1-Wagen hat ja eigentlich sehr gut begonnen. Und dann kam halt der Wurm rein. Ja? Dann hat es auf einmal nicht mehr so geklappt. Jetzt alles auf einem Platz, also an einem Pulk. Hier ganz innen. Gehen wir mal ein bisschen in den Windschatten wieder raus. Der saugt uns nämlich direkt an. Müssen aufpassen, der Treiber hinter uns. Innen. Will es auch probieren. So, die fahren hier ein bisschen schneller rein, wie schon gesagt. Und damit gebe ich den Platz auch schon wieder erstmal ab. Bin jetzt erstmal außen hier. Suche mich jetzt aber hier innen reinzusetzen und übernehme jetzt vorerst mal die Führung.
Jetzt heißt es erstmal auch zu verteidigen. Das sieht ganz gut aus. Wir sind Erster. Wunderbar. Platz an der Sonne aktuell. Aber jetzt müssen wir es auch verteidigen, nicht auf den äußeren Curb kommen. Das ist jetzt hier mein absoluter Curb, den ich definitiv meiden sollte. Und aufs Gas und wieder nach vorne. Wir müssen hier auf jeden Fall in den Fluss kommen. Das finde ich gar nicht so einfach hier auf Indianapolis. Gerade weil wir auch die Strecke in die andere Richtung fahren. Damals sind sie ja Indianapolis in der Formel 1 in die andere Richtung gefahren. Und vor allem ohne diese Schikanen, dieses Geschlängel, was wir am Anfang durchfahren. Die sind ja die Steilkurve gefahren, aber halt als letzte Kurve, wie gesagt. Das, was wir jetzt hier als letzte Kurve fahren, sind sie damals als erste Kurve gefahren. Und da vorne sind sie dann aus der Steilkurve rausgekommen. Aber die Steilkurve, die fahren wir nicht. Wir fahren hier eine andere Variante. Mit diesem Geschlängel hier. Aber ist ja auch okay. Ein bisschen Abwechslung schadet nicht. Auch wenn ich mich da ein bisschen schwer getan habe. Aber alles okay. Ja, Platz 2 hinter uns, knapp 100 Meter hinter uns. Also gewonnen ist hier noch gar nichts. Vor allem sehr schnell mal Fehler passieren können. Immer da ein bisschen aufpassen. Oh lala, aufpassen. So. Da geht's rum. Vorsicht, besser als Nachsicht. Ja, ich versuche mich jetzt auf jeden Fall auch zu konzentrieren. Das ist, muss man einfach bei diesen Fahrzeugen, sonst hat man da keine Chance. Und wir können uns erstmal weiter absetzen in die fünfte Runde. Und ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte nach der letzten Folge, ich hätte den Controller echt gern am liebsten gegen die Wand geklatscht. Das hat mich so geärgert, ja? Weil ich will ja auch ein bisschen Progress machen, also hier noch vorankommen im Let's Play. Und es gibt ja noch so viele andere Dinge, die wir halt gern machen wollen. Hier zum Beispiel Porsche Karriere ist ja noch sowas. Die ganzen Schaurennen, die ganzen TÜV-Wünsche. Und da will ich eigentlich nicht zu lange jetzt hier in dieser Karriere verweilen. Deswegen hat mich das ein bisschen geärgert. Aber naja, jetzt ziehen wir es halt durch, eine Folge mehr. Und ich denke, unter euch gibt es auch ein paar Leute, die gerne diese Formel 1 Fahrzeuge sehen oder mir dazu gucken. Und für die ist es natürlich dann auch cool, wenn wir da mal hier so ein bisschen mehr die Formel 1 Action hier zeigen. Sie können ja, oder er kann ja auch Spaß machen hier, aber halt nicht unbedingt auf der Strecke hier. Es ist halt einfach nicht meine Strecke, es soll es halt auch mal geben. So, da kommen wir auch zur Überrundung. Setzen wir uns einfach hier innen rein. Gehen dann in die sechste, zweitletzte Runde. Da gucken wir doch mal. Das Ganze hier so ausschaut. Äußere Curb müssen wir vermeiden, deswegen fahre ich das immer ein bisschen weiter innen an. Aber wir haben Vorsprung, da kann man auch mal nicht ganz am absoluten Limit fahren. Bevor wir hier das Auto wieder wegwerfen und Schaden haben, weil dann wäre das Rennen auf jeden Fall vorbei. So, wir berunden die Leute hier schon ganz gut. So, im dritten Gang hier rum. Bleiben, der verabschiedet sich neben raus. So kann man natürlich auch Platz machen beim Überrunden. Trägt uns auch ganz weit raus. Wo müssen wir hin? Ich dachte, ich muss da schon rechts einbiegen. Es ist ein bisschen, ich finde die Übersicht ist ja echt ein bisschen blöd, weil überall hat man diese weiß-blauen Absperrungen bzw. Reifenstapel. Darunter sind ja Reifen. Das verwirrt ein bisschen. So gut kenne ich die Strecke leider nicht.
Aber ging ja noch mal gerade gut. So, letzte Runde, Leute. Dann haben wir endlich dieses Kapitel abgeschlossen. Jetzt noch einmal konzentriert bleiben. Und 600 Meter Vorsprung auf Platz 2. Das heißt, da dürfte nichts mehr anbrennen. Da können wir ganz safe durchfahren. Und dann ist ja schon mal gut. So. Da bin ich jetzt gleich aufs Finale, auf die finale Strecke gespannt, wo es denn hin soll oder wo es denn hingeht. Hoffentlich mal was Gescheites. Hat echt so keinen Bock auf so eine Abfuckstrecke irgendwie. So, jetzt müssen wir hier aufpassen, da vorne geht es erst rum. So, jetzt noch einmal durchbeschleunigen. Und dann haben wir das Kapitel Indianapolis endlich auch abgeschlossen und ich bin auch echt mal glücklich. Fast einen Kilometer Vorsprung haben wir jetzt. Ne, wir haben sogar einen Kilometer Vorsprung auf Platz 2. Von dem her hat die Kampflackierung hier, die Carbon-Red Bull-Lackierung, noch was gebracht. Sehr gut. So, dann speichern wir das Ganze hier mal ab. Hier, zack, 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 zack. Aufzeichnung speichern. Ja, und wir dürfen auf einer Strecke fahren, die mir besonders hier in Forza Motorsport nicht gefällt, nämlich Circuit of the Americas, weil die hat sehr, sehr hohe Curbs. Aber wir probieren es einfach mal, würde ich sagen. Noch haben wir es nicht, noch haben wir nicht verkackt und ich probiere es. Und wer weiß, vielleicht, wie der erwartet, klappt es ja. Strecken, auf denen die Fahrtrichtung gegen den Uhrzeigersinn verläuft. Ja, gucken wir mal. Ja, gegen den Uhrzeigersinn sind wir gerade eben schon gefahren. Deswegen haben wir da schon mal ein bisschen Übung. Aber ja, das wird interessant sein. Ich denke mal, wir fahren jetzt hier auch die große Variante der Strecke und ja, bin gespannt, wie ich damit klarkomme. Ich hoffe das Beste. Und ich hoffe, dass es jetzt wirklich der letzte Lauf ist hier. Oh, Mann, 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 Mann. So, dann nehmen wir noch mal ein paar Mods mit. Sortieren wir mal nach Boost. Dann nehmen wir hier mal EP-Boost und ja, da nochmal Fahrerstufe. Können wir auch mal machen und dann starten wir das Ganze und dann bin ich jetzt echt mal gespannt. Ja, toi, toi, toi. Circuit of the Americas oder einfach kurz gesagt COTA. Bin ich ja mal gespannt. Wir starten auf der inneren Startplatzhälfte. Von Platz 14 aus. 5 Runden müssen wir fahren hier. Eine Runde ist ein bisschen länger. Gucken wir mal hier ein bisschen über den Curb. Ein Vorteil haben wir aber hier im Formel 1 Wagen. Wir dürften jetzt die S's relativ schnell durchfahren können. Allerdings müssen wir ein bisschen jetzt auf die drei Vatare aufpassen, weil die werden hier stellenweise ein bisschen sich gegenseitig aufhalten. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht irgendwo reinknallen. Ein Schaden wäre so das absolute K.O.-Kriterium. Gucken, dass wir uns hier irgendwie durchkämpfen. Uah, da gibt es schon die Berührung. Ja, wir kommen durch. Ach, come on, ja. Schaden, K.O.-Kriterium. Ich hab's gesagt. Wunderbar. Ja, ey, Leute, das brich ich gleich mal schon wieder ab. Super. Ja, gut, also. Merken wir uns die Bremsen bei ganz schnellen Kurven einfach mal ab. So. Ich speichere mal die Aufzeichnung ab, ja, dann könnt ihr nicht wissen, ob es wegen Neustart und so, Spoilerwarnung, weil man kann, wenn man abbricht, trotzdem abspeichern. Ich weiß nicht, ob ich genug Speicherplätze jetzt leider habe. Ich hoffe es mal, sonst müssen wir was überspeichern. Neustart, so. Nochmal, finaler Lauf. ich habe jetzt schon wieder Angst, echt, bin ich ganz ehrlich. Komm, Rennen starten. Wird schon irgendwie schief gehen. Also, ich muss halt einfach irgendwie durchkommen durchs Feld. Das ist das Wichtigste. So, da gibt es ein bisschen Kollision. Wow, da habe ich links einen, der hält ein bisschen auf, hält auch ein bisschen arg dagegen. So, jetzt gucken wir mal, uns hier durchschlängeln können.
So, da vorne muss man dann gleich wieder aufpassen, dass wir da den nicht hinten rein donnern. Deshalb ist das Problem, dass sie halt keine Bremslichter haben hier. So, jetzt haben wir auch ein bisschen Abstand. Hier eng rum. So, und jetzt auf die lange Geraden. Oder wäre jetzt halt Windschatten nicht schlecht. Aber leider nicht direkt. Dafür der hinter uns. So. Platz 5 schon mal. Ja, wichtig ist halt irgendwie ganz gut an den Treibertaren vorbeizukommen, weil ich glaube, die machen es uns am schwersten jetzt hier. Weil die halt auch zum Teil manchmal eine sehr, sehr komische Linie fahren, manchmal ganz andere Bremspunkte einfach haben. Und dann müssen wir mal gucken. Aber bleiben wir konzentriert. So. Vierter Platz aktuell. So, probieren wir es gleich mal innen rum. Oh, auf den hohen Körb sollten wir vielleicht nicht drauf fahren. So, wir haben hier einen. Ja, das war fast klar, dass er uns jetzt hier rausdrückt. Sowas lässt doch ein Treibertar sich nicht entgehen. So. So, da drücke ich mich jetzt aber halt genauso wieder dran vorbei. Zieh hier einfach zu. Soll er mich doch mal gerade kreuzweise. Ah, ein bisschen auf dem Körper rausbeschleunigt ist nicht so geil. Jetzt habe ich natürlich keinen Windschatten nach vorne, aber nach hinten auch gebe ich auch keinen. Und dem sind wir erstmal safe hier auf der Geraden. Jetzt hier auf der Bremse ist halt wieder wichtig. Da könnte man sogar noch ein bisschen später bremsen. Ist halt echt brutal, wie spät man einfach mit diesen Dingern hier bremsen kann. So, wir sind dran an den beiden. Ist auch schon leichte Berührung zwischen den beiden. Ja, da wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht überholen. Aber manchmal, ja, bremsen die halt einfach. Sage ich auch nicht nein. So, wir sind aktuell Platz 1. Haben aber noch hier 3 Runden zu fahren. Das heißt, es gibt's, müssen wir es erstmal hier auch noch irgendwie verteidigen. Aber diesmal können wir frei fahren und müssen nicht auf die Treibertare Acht geben, wo die ihre Bremspunkte setzen. Das war ein bisschen zu schnell rein, mein Fehler. So viel zu nicht auf Treibertare aufpassen, aber ich sollte auch ein bisschen aufpassen. Jetzt haben wir schon mal einen Platz an der Sonne. Sollten wir den auch nicht so leichtfertig herschenken. So. Boah, was war das jetzt? Jetzt sind wir ein bisschen aufgesessen. Keinen Schaden gekriegt. Das war nicht so vom Körper runter, da können wir nämlich nicht so geil beschleunigen. Aber der Abstand nach hinten jetzt schon deutlich größer ist, können uns da direkt absetzen. Unser Carbon-Gefährt hier bringt es auf jeden Fall. So, und rum da. Ach, die Strecke, ey, das ist... Ich finde es echt schwierig, da einen Fluss zu finden, weil das irgendwie so... Also eine typische moderne Formel-1-Strecke einfach. Überhaupt nicht mein Ding. Aber egal, solange wir uns vorne behaupten können, soll es mir egal sein. So, zweite letzte Runde.
Vierte Gesamtrunde. Soll diesmal durch die S's vielleicht ein bisschen besser fahren. Würde auf jeden Fall helfen. Anbremsen hier. Kommen wir da auch schon ein bisschen besser rum. Oh, und da kommt das Heck ein bisschen. Und da rum. Und wieder aufs Gas. Ah, ein bisschen zu früh eingelenkt. Okay, wir setzen uns auf jeden Fall schon mal gut ab. Also wenn wir jetzt dann gleich die letzte Kurve fahren, in die letzte Runde fahren, dann ja, können es wirklich nur noch wir versauen. Tempo Zimmer auf jeden Fall auf und davon. Während da im Hintergrund schon die Heißluftballons aufsteigen. So. Lupfen hier. So. Und auf in die letzte Runde. Hoffentlich auch die letzte Runde hier in dieser Karrierenstaffel. Den modernen Grand Prix. So. Hier nochmal rum, dann geht es gleich nach dieser harten Abbremsung hier auf die lange Gerade. Ja, rund 500, 600 Meter haben wir Vorsprung auf Platz 2. Das heißt, da ist auf jeden Fall keine Gefahr mehr, überhaupt keine, nämlich keine. So, jetzt noch den Bremspunkt noch erwischen. Wieder zu früh gebremst, aber egal. Hauptsache rum. Ja, die Kampflackierung hat vielleicht doch ein bisschen was gebracht. Dem ja echt der Wurm drin war zwischenzeitlich. Aber das gibt's halt mal. Nicht immer gelingt alles. Am Ende zählt nur, dass wir es schaffen. Und einmal noch rüber, Start und Ziel. Dann sind wir durch, dann haben wir es geschafft. Ja, war das eine Geburt, das durchzubringen. Und dann kriegen wir auch Staffelmeister Platin und ein Erfolg. Nämlich, ja, Staffeln erledigt, schließen Sie alle Staffeln ab. Da, den Erfolg wollten wir, jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Lange haben wir gebraucht, kriegen nochmal einen Erfolg. Meisterschaftslegende, schließen Sie alle Serien ab. Wunderbar. Und nochmal, jetzt geht's aber los, fängt gerade erst an. Ja, wir dürfen nämlich jetzt nochmal alles machen. Schließen Sie das letzte Rennen der letzten Serie in der letzten Staffel ab. Ja, jetzt dürften wir alles nochmal machen, aber da gehe ich gleich drauf ein. Jetzt drehen wir erstmal hier am Rad und gucken wir mal, ob wir hier was Besonderes gewinnen. Ja, 500.000 nehmen wir mit. Schauen wir nochmal hier ein bisschen Affinität auf. Zur Aufzeichnung, speichern wir ab. Haben wir überhaupt noch einen Slot? Einen Slot haben wir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, wir haben keinen mehr. Ja, kein Speicherplatz. Scheiße, jetzt müssen wir was löschen. Aber ich kann nichts löschen. Ich brauche die noch. Dann löschen wir jetzt das hier. Scheiß drauf. Das war eh nur so kurz. Deswegen speichern wir das ab, ob gut ist. Oh, wunderbar. Und dann setzen wir das Ganze fort. Bring! Wunderbar. Abgeschlossen. Ja. Bing! Alles abgeschlossen. Fortsetzen. Guck mal, was wir hier gewinnen können. Denn 2017er Ford GT
Und dann gucken wir mal, ob wir den hier... Jawohl, den kriegen wir auch. Wir haben ihn bereits schon. Deswegen kriegen wir nur die Credits. Leider, leider. Aber egal. Es geht ums Prinzip. Wir haben ihn gewonnen. Oh, wunderbar. Und ja, damit sind wir durch. Vier Folgen haben wir gebraucht für die Formel 1. Drei habe ich eigentlich eingeplant, aber Glückwunsch. Kann auch Sie mal länger gehen. Die Geschichte des Motorsports abgeschlossen. Von den Anfängen als einfache Straßenrennen bis zu den technisch fortschrittlichsten Autos der Welt haben Sie den aufregendsten, dramatischsten und exklusivsten Sport überhaupt gemeistert. Ja, wunderbar. Ab sofort sind alle Autoklassen, Serien und Staffeln verfügbar. Schließen Sie alle ab, um das volle Forza Motorsport-Erlebnis genießen zu können. Wählen Sie eine Staffel aus, um loszulegen. Wir sehen uns auf der Strecke. Jo, genau, da hat sie es eigentlich auch gesagt, was jetzt der Fall ist, denn wir sind jetzt einmal durch. Allerdings gibt es ja in jeder Staffel gibt's ja diese drei Klassen hier. Da steht auch nochmal, wie viele Rennen wir hier fahren. Und ihr seht ja auch hier, in wo wir die abgeschlossen haben. Also ihr seht jetzt hier zum Beispiel, hier sind wir die ultimativen Sportwagen gefahren, aber noch nicht die modernen Sportlegenden, die Schwergewichte der oberen Mittelklasse sind wir noch nicht gefahren und so weiter. Und genau das ist jetzt die Frage an euch. Ich habe es auch am Anfang, also vor vier Folgen, erzählt. An euch, wollt ihr, dass wir alle Staffeln nochmal fahren? Und zwar jetzt nicht alles, dann alle sechs Kategorien jeweils abschließen, aber wir sind ja in der Summe, hier, wenn man die drei zusammennimmt, immer drei Kategorien schon gefahren. Also in dem Fall jetzt ultimative Sportwagen sind wir gefahren, Streckenspielzeuge sind wir gefahren und die modernen Sportlegenden sind wir gefahren. Und jetzt die Frage an euch, sollen wir nochmal von Staffel 1 beginnen bis Staffel 5 alles durchfahren und eben die anderen drei dranbringen. Also zum Beispiel hier sind wir noch nicht gefahren, die Schwergewichte der oberen Mittelklasse. Die Monster-SUVs sind wir noch nicht gefahren und die historischen amerikanischen Muscle-Cars. Also dass wir die auch nochmal durchnehmen. Und das halt genauso für jede dieser Serien, auch hier im ultimativen Motorsport sind wir ja noch nicht gefahren. Die Can-Am, die 70er Grand Prix und die Legenden-Grand Prix oder das Grand Prix und so weiter. Und das ist einfach die Frage an euch und da richte ich mich auch nach euch, ob ihr das sehen wollt, nochmal so ein Durchmarsch, dass wir alle Kategorien immerhin mal im Let's Play auch wirklich angeguckt haben oder sagt ihr, nö, brauchst du nicht oder wollen wir nicht sehen. Da richte ich mich ganz nach euch. Ich stelle es euch zur Wahl und ansonsten, ja, könnt ihr auch gerne Vorschläge machen, wie wir sonst hantieren sollen. Aber ansonsten würde ich sagen, sind wir jetzt auf jeden Fall raus. Ich bedanke mich fürs Einschalten, für diese Folge. Wenn euch die Folge und auch die letzte Serie, Staffel, wie auch immer, gefallen hat, Däumchen nach oben, würde ich mich freuen. Ich bin raus. Genauso würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Da wir haben ja noch viele andere Sachen zu erledigen. Wie die Porsche-Karriere haben wir ja auch noch auszustehen. Und TÜV-Wünsche haben wir viele. Und Schaurennen haben wir noch mega viele. Also noch und nöcher, ja. Wir können noch einiges machen. Ich bin jetzt aber trotzdem raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Ray. Ciao, ciao.